Hallo liebe Nageldesigner. Hallo liebe Trendnails-Fans. Herzlich willkommen bei unserem Livestream. Heute geht es um Thema Rubber Base. Darüber haben wir am Montag schon ein bisschen berichtet. Und heute werden wir euch noch genauestens zeigen und erklären, wie man mit Rubber Base arbeitet und wofür brauchen wir überhaupt Rubber Base. Ja, was ist Rubber Base? Ja, Rubber Base ist ist eine Serie von flexiblen Gelen aus der praktischen Flasche, die besonders geeignet ist für kurze oder mittelkurze Nägel, mittellange Nägel, um die zu verstärken, verbessern, verschönern, kleine Unebenheiten zu korrigieren und also Nagelbett auch zu verschönern. Ja, Monika, du hast ein Nagelstudio. Ja. Und wie viel Prozent der Kunden tragen lange Nägel? Also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, von 100 Kunden vielleicht 2. 2 wollen lange Nägel. Ja. Und der Rest? Der Rest natürliche, kurze Nägel, auch nicht extreme, so von Farben her, sehr viel mit Natur, mit Nude-Tönen. Deswegen, ich bin total glücklich, dass Rubber Base endlich da ist für uns Nageldesigner. Und ich freue mich auf den Kunden, das machen präsentieren zu dürfen. Ganz genau, ja. Hast du das auch an deiner Hand? Ja, ich habe das Vergnügen auch gehabt und ich habe jetzt an jedem Nagel andere Variationen von Rubber Base. Wir haben da insgesamt 5 Flaschen und ich wollte ja alles ausprobieren. Ja, wir haben die 4 Farben. Genau, also 3 Nude-Töne und einmal French. Mhm. Und dann noch ein Schein-Versiegler, genau. Und ich habe jetzt an 3 Nägeln 3 verschiedene Nude-Töne und auch mit French und sogar auch Baby Boomer geht mit Rubber Base Gelen. Ist das nicht genial? Ja, also wir haben wirklich sehr viele Nachfragen gehabt. Wann gibt es was für die Naturnägel? Weil diese langen künstlichen Nägel möchten nicht alle Kunden. Und deswegen haben wir gedacht, so, jetzt müssen wir irgendwas erfinden, was natürlich geht und auch sehr praktisch mit der Flasche. Viele Kunden tragen Gel-Polish, Gel-Lack, unser Lack and Go, und fragen natürlich, wie kann ich das länger tragen? Genau, verstärken also quasi. Wochen, bis 4 Wochen Gel-Lack tragen. Mhm. Und da haben wir gedacht, so, wir machen mal French Set. Wir haben das als Queen's French genannt, weil wir haben noch Weiß dazu genommen und man kann super schöne French-Nägel machen mit diesen natürlichen Tönen. Aus der Flasche. Alles ist aus dieser praktischen Flasche. 15 ml für 16,95 pro Flasche. 16,95 und die 15 ml. Die kann man aber auch als Set kaufen. Da sind dann 3 Fläschchen drin für 45,95. Man kann sich dann also im Set entscheiden, welches Nude-Ton man nimmt von den 3. Und dann weiß es auch dabei und genau. Schein. Und Schein, genau. Also. Und ein Nude-Ton, also 3 Fläschchen. Aber man kann die auch einzeln kaufen. Also das ist wirklich, wirklich sehr gut. Wir freuen uns, das euch zeigen zu können. Mhm. Und zum Testen haben wir die Monika ausgesucht. Sie testet jetzt für uns. Aber eigentlich zeigen wir gleich am Modell live, wie man alle Töne tragen kann. Also das ist einfach in LED-Härten, in LED eine Minute und im UV-Licht 2 Minuten kann man aushärten. Ja. Man muss nicht unbedingt French tragen, man kann einfach diese natürlichen Töne nehmen. Einmal haben wir in milchig Rosé, einfach einmal in Rosé, einmal beige und weiß. Also man kann sich wirklich austoben, wie man möchte. Und das Schöne dabei ist, dass man mit diesen farbigen Gelen wirklich einen Aufbau machen kann. Das muss man auch schon natürlich auch so sagen. Das ist jetzt keine Farbgel, sondern das sind Aufbaugel. Ja. Und die sind so dünnflüssig und so leicht zu bearbeiten, ich muss die nicht nachfeilen. Ich kann die einfach auftragen, so lassen, auch die Farbe lassen. Deswegen möchten wir euch das gleich zeigen. Ja, ich würde mal sagen, dann geht's jetzt los. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir zeigen euch, wie es geht. Okay, danke Monika. Sehr gerne. So, da kommt gleich die Lena und zeigt uns mit ihrer schönen Modell Christina, wie diese schönen Nägel gemacht werden. Hallo Lena. Hallo Lena. Hallo zusammen. So, genau. So. Was zeigst du uns heute? Christina, kannst du deine Hand geben? So, jetzt gucken wir mit der Schärfe, ob das in Ordnung ist. Na? So. Sieht man das gut?
Ja, jetzt gucken wir mit dem Licht. Die Lena hat schon die Hand vorbereitet, die hat Maniküre gemacht. Mit unserem super Profis-Manikür-Set hat sie die Nägel schon schön vorbereitet. So. Dann können wir starten. Dann können wir starten. Die hat die Nägel anmattiert. Und wir haben extra Feilen für Naturnägel. Die haben die Körnung 240, nein, 180. 280, ja. Ne? Die grüne Feile. Ja, die grüne Feile ist 180, 240. Die ist extra für Naturnagel vorbereitet, damit das nicht so schädlich ist für den Naturnagel. So, dann haben wir jetzt, das ist diese Feile mit dem grünen Kern, aber das zeigen wir gleich nochmal. So, das ist jetzt unser Ultra 3. Das ist der Dehydrator. Das entzieht die Feuchtigkeit von dem Naturnagel, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil die Nägel fetten nach und wir müssen da also entfeuchten, entfetten. Und jetzt kommt Ultra Bond, ganz dünn aufgetragen. Das ist schon der Haftvermittler, was also eine Verbindung herstellt zwischen dem Naturnagel und unserem Rubber Base. Was ist Rubber Base? Rubber Base, es ist ein dünnes Gel, dünnflüssig, deswegen haben wir das in die Flasche gemacht. Und das ist Rubber, ist ja so Gummi übersetzt, also auch so Gummigele aus der Flasche. So, und im Shop sind die natürlich auch zu finden unter Queen's French. Die sind dann im Shop, man kann die im Set kaufen, man kann auch die einzelne Flasche. So, die Lena hat jetzt, also wir haben jetzt Ultra 3 und Ultra Bond, die muss man nicht aushärten, die trocknen in der Luft. Und jetzt nehmen wir einfach Milchrosé. Ja, Rubber Base Milky Rose, Rosé, und dann zeigt die Lena, wie das vernünftig und schön und einfach auf den Naturnagel kommt. Wir nehmen so einen Tropfen und modelliert jetzt ein bisschen ganz, ganz dünn aufzutragen. Das ist so ein milchiges Rosé Rubber Base. Das korrigiert einfach den Naturnagel. Es ist wirklich, es läuft nicht in die Ränder. Es verteilt sich sehr gut und die hat das jetzt einfach aufgetragen und jetzt wird das 30 Sekunden ausgehärtet. Das war jetzt unser QF02, das ist Rosé, also das ist nicht Milchrosé, oder? Das ist Rosé. Ich habe die andere aufgetragen. Ah, sie hat ja QF, das war jetzt QF03, Milchrosé. Das ist natürlich super für Mädels, die helle Haut haben, die helle Haut. Das ist so ein sehr gefragt diesen Sommer, super schön. Milchig weiß, man kann auch super Babyboomer damit machen. Und so, jetzt haben wir die andere Farbe. Also das ist jetzt ausgehärtet, das ist jetzt perfekt, kann man schon benutzen. Jetzt machen wir die andere Farbe. Natur. Und das ist Natur QF01. Das tragen wir direkt auf den Ultrabond. Also wir haben erstmal Ultra 3 zum Dehydrieren, also Feuchtigkeit rausgezogen. Dann haben wir Ultrabond gemacht, damit für die Haftung. Das ist wie doppelseitige Klebeschicht dann auf dem Nagel. Und jetzt kommt sofort unsere Rubber Base in Naturschicht. Also man kann in Schichten arbeiten. Wir modellieren ein bisschen. Wir nehmen wirklich so einen Tropfen. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und dann modellieren wir auf dem Naturnagel so. Das legt sich so gut, da kann man wirklich, braucht man nicht nachfeilen. Also wenn gewünscht ist, dann kann man die zweite Schicht machen, aber ich glaube, bei der Länge brauchen wir keine zweite Schicht. Die Nägel sind dann flexibel, die sind dann, das ist wirklich nur Korrektur von der Nagelplatte. Vom natürlichen Nagel eine Verbesserung. Das ist keine Verstärkung, das ist einfach eine ganz dünne Schicht, damit das schön aussieht, glatt aussieht und alle Unebenheiten vom Naturnagel verdeckt sind. Und dann können wir eine weiße Spitze machen, aber wir können das auch so natürlich lassen, wie es jetzt ist. Es ist wirklich, alle Wünsche sind da erfüllt. So, jetzt haben wir das auch ausgehärtet. Das hat eine leichte Klebeschicht, aber wirklich nur leicht. Ich kann das abwischen und das Modell loslassen. So, wir nehmen jetzt unser Rosé QF02, das ist QF von Queen's French.
Wir zeigen heute Queen's French Rhabarbarbees hier live bei uns im Studio in unserer kreativen Küche. Und unser Modell hatte Naturnägel, das ist wirklich, wirklich sehr gut. Schöne Nägel hat sie und wir verschönern die nur, wir verstärken nicht. Wir müssen hier nicht zu viel auftragen, weil die brechen nicht. Das sind die Nägel, die nicht brechen, weil die so gummiartig sind. Rubber ist ja auf Deutsch gesagt Gummi. So Gummi-Base für Naturnägel. Da muss man nicht viel auftragen. Die Elena zeigt gerade, dass sie so dünn modelliert, ohne nachzufallen. Das Gel verteilt sich super auf dem Nagel. Und sie versiegelt nur die Spitze, damit das nicht abblättert. Man kann den Vorgang wiederholen, wenn man möchte. Und wenn nicht, dann kann man auch so lassen. Die werden nicht brechen und die blättern nicht ab, sie vergilben nicht die Sachen. Also wirklich 30 Sekunden bis zu 60 Sekunden im LED-Licht und 2 Minuten in der UV-Lampe. Sie blättern nicht ab, sie gehen nicht kaputt, sie verändern ihre Farbe nicht. Aber wir versiegeln natürlich noch diese Base-Schicht, was sie gerade da aufgetragen ist. Man kann Babyboomer mit dem Rhabarbees machen. In der Flasche, das ist eine praktische Gellackflasche, aber mit denen kann man modellieren. Wie man sieht, wir zeigen das ganz kurz, da sind jetzt drei Farben, Milch, Rosé, das ist einmal Natur und das ist die dritte Farbe, das ist Rose, also Rosé. Diese kleine Lampe, wir haben gerade eine Frage gekriegt, diese kleine Lampe, wo kann man die kaufen? Die gibt es bestimmt heute wieder im Shop zu erhältlich. Wir warten von unserer Produktion jeden Tag. Hi, hallo, wir sind da. Wenn die Lampen da sind, schreien wir so laut, dass ich glaube, jeder in Deutschland hört, dass die Lampen da sind. Die ist wirklich gut. Die ist für 60 Sekunden mit dem Timer. Da werden so alle LED-Gele in einer Minute hart. Die ist sehr praktisch, klein, super, also ein super Produkt und das haben wir hoffentlich heute wieder im Shop. So, jetzt machen wir French. Ohne den Nagel abzuwischen, also diese Rosé-Schicht oder Natur, die erste Base-Schicht, haben wir nicht abgewischt. Wir malen sofort mit der, aus der Flasche, mit dem Pinsel auf der Flasche, tragen wir jetzt French auf. So, wenn das nicht so gut gelingt, dann gibt es ja noch einen French-Pinsel extra bei uns, damit wir die Ecken schöner machen können und diese French-Spitze wirklich glatt ziehen, dass das perfekt ist. Zum Perfektionieren machen wir dann nochmal mit dem dünnen Pinsel, verbessern wir diese Schicht. Und dann nach dem Aushärten wirklich, das verändert die Farbe nicht, es vergilbt nicht, es blättert nicht ab. Womit kann ich, ich habe gerade eine Frage gekriegt, womit kann ich Rhabarbees kombinieren? Weil das gummiartige Gele sind, dann kann ich das natürlich mit dem Biosoft kombinieren, mit unserem Lack & Go. Das ist One-Step Lack & Go, ist ein One-Step-Gel-Lack. Da habe ich alle drei Eigenschaften, also Grundierung, Farbe und Glanz in einem. Das ist unser Lack & Go. Ich kann Lack & Go, also ich kann diese Rhabarbees, das heißt ja Base, das ist ja Basis, Base-Schicht, damit ich mein Nagelbett verschönere und dann kann ich mit Lack & Go Full Cover machen, in Rot, in Schwarz, in allen Farben, die Kundin möchte. So, ich kann das mit Biosoft super kombinieren. Wunderbar, weil das ist auch gummiartig und Rhabarbees ist auch so ein Gummigel. So, jetzt haben wir weiß ausgehärtet. Man sieht schon, wie schön das ist, wie dünn. Also wenn ich jetzt mit Glanzschicht mache, dann sehe ich diese, es gibt keine Stufe, weil die sind so dünnflüssig und trotzdem super deckend. Wir zeigen, wie ich French Modellage, also nicht Modellage, sondern Naturnagelverschönerung, Naturnagelverstärkung wirklich in 20 Minuten fertig habe. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen, verschönern wir mit dem dünnen Pinsel. French habe ich aufgetragen mit dem Pinsel aus der Flasche, aber ich verschönere das jetzt, weil die Kundin hat sehr kurze Nägel, da komme ich ja sofort auf die Nagelkuppe oder Fingerkuppe, das muss nicht sein, deswegen mache ich mit dem dünnen Pinsel, verbessere ich das. Ich kann natürlich auch super Babyboomer machen mit dem Rubbergel. Zeigen wir das heute, wenn wir das schaffen, zeigen wir das heute noch und wenn nicht, dann zeigen wir nächste Woche Montag, wenn wir wieder live gehen. Und wir haben natürlich auch Videos gemacht, wie ich das
am besten verschönern kann, verbessern und auftragen und so weiter. Also wirklich super Sache. So, die nächste Frage ist jetzt, wie entferne ich Rubberbase? Ich kann natürlich das abfeilen, wie alle beliebige Gele, weil die Schicht ist wirklich sehr dünn. Ich brauche da mit dieser Feile für Naturnägel, feile ich da auch 5 Minuten. Ich kann das auch abfräsen, aber das Schöne ist natürlich, dass ich das mit dem Remover entfernen kann. Ich kann das abfeilen, aber auch mit den Remover-Pads, die haben wir auch bei uns im Shop, die kann ich dann in 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dann ist die Schicht auch entfernt. Kann ich dann einfach so abkratzen, abziehen wie eine Gummischicht und dann ist die Sache erledigt. Kann ich sofort wieder neu modellieren. Das kann man hier nicht mal modellieren nennen, weil das ist so einfach aufzutragen und so schön ist, dass da keine Modellage notwendig ist. Und die Kundin kann das bis zu 4 Wochen auf dem Nagel lassen. Die vergilben nicht. Das geht heute um Rubberbase-Gele, Gellacke, die ein bisschen so eine schöne Konsistenz haben. Da kann ich nicht in Schichten arbeiten, sondern ich kann ein bisschen drauf modellieren. Das kann man, wenn man das verpasst hat, wir lassen das Video natürlich bei uns auf Facebook und das kann man das nochmal angucken, wie einfach und schön das aufzutragen ist. Wir haben nicht mal nachgefeilt, wir brauchen hier nicht nachfeilen. Wir haben das so schön aufgetragen, dass es glatt ist. Es gibt keine Unebenheiten. Das sieht einfach super aus. Und dann haben wir ausgehärtet eine Minute und direkt French-Spitze gemacht, ohne den Nagel abzuwischen. Eine Minute French aushärten und dann geht es sofort mit dem Glanzgel. Und Glanzgel ist auch, man sieht keine Stufe zwischen dem Natur, also zwischen dem Rubberbase in Natur oder Rosa und dann Weiß, es gibt keine Stufe. Ich kann sofort Glanzgel machen und habe da meine fertige Modellage für French. So sieht das ja schon super aus. So, das sind 3 verschiedene Farben. Wir haben diese Farben ausgewählt, das ist Rosé, Milky Rosé und Weiß. So, sieht man das? Ich hoffe ja. So sieht unser Modell aus. Mit dem, so nicht wackeln. So, das ist Milky Rosé, der kleine Finger. Dann ist Natur und das ist Rosé. Also wirklich, das ist so wie Barbie French. Ist super gefragt dieses Jahr. Ich muss kein French machen, aber wir haben das nur jetzt gezeigt, wie das mit dem French aussieht. So. 3 Farben, nicht nachgefeilt. Wir haben einfach Rubberbase aufgetragen, ausgehärtet, eine Minute in LED-Lampe. Und jetzt machen wir Glanzgel, ohne nachzufeilen. Hier brauchen wir, das legt sich so gut, glättet sich sofort, gibt keine Unebenheiten. Ich kann sofort Frenchspitzen machen und dann ist die Sache erledigt. Also mit dem Glanzgel nochmal versiegeln. Glanzgel ist natürlich auch in der Serie erhältlich. Das ist einfach, das heißt French Green, French Shine. So sieht die Flasche aus. Also wirklich, wirklich schön. Ich finde die Sachen sehr praktisch. Die sind im Shop erhältlich unter Queen's French. Wir haben 5 Produkte aus der Serie. Man kann die einzeln kaufen. Da sind 15 ml drin. Reicht für sehr viel, weil mir die Sache sehr ergiebig. Ich glaube, ich kann 30 Kunden damit bedienen und bin glücklich. Sehr praktisch aus der Flasche. Ich habe keinen Produktverlust. Ich muss nicht nachfeilen. Ich arbeite dünn, präzise und wirklich. Ist eine Übungssache, klar, muss man ein bisschen üben, aber das ist wirklich, man kann das lernen. Und die Kunden sind begeistert. Wir haben so viele Tester gehabt und die waren alle überglücklich. So, Glanzgel, 30 Sekunden aushärten. Wir zeigen das wirklich live, das Video ist nicht geschnitten. Wir sind jetzt seit 20 Minuten live und wir haben Finger für Finger gearbeitet. Nicht, wenn ich beide Hände mache, da bin ich wirklich in eine halbe Stunde bis zu 40 Minuten bin ich fertig mit der Modellage. Ich kann das mit Remover entfernen oder ich kann das abfräsen oder abfeilen. Es gibt natürlich Schulungen dafür. Unsere Elena macht hier in Gummersbach Schulungen. Wir machen ein Video. Wir erklären das ganz genau im Video.
Aber wenn einer möchte, lieber zur Schulung zu kommen, bitte herzlich willkommen bei uns in Gummersbach. Elena Buchmann macht die Schulungen am Wochenende. Und wenn der Termin feststeht, dann steht es bestimmt bei uns auf der Facebook-Seite oder je nach Nachfrage groß ist, dann machen wir das auch in der Woche oder machen wir das auch wirklich nur für Rababes und so weiter. Wir haben auch letzte Woche, nee, Montag haben wir ein Video gezeigt, den Unterschied zwischen Biogelen und Hartgele und dem Rababes. Also das kann man auch angucken. Die Elena macht das jetzt zweimal aushärten. 2 Minuten, wahrscheinlich für besseren Glanz. Glanz. Warum machst du das? Für bessere Glanz. Dass es noch besser hält und noch besser glänzt. Also wir möchten, dass unsere Kunden wirklich 4 Wochen glänzende, schöne Nägel haben. So, mit Babyboomer zeigen wir dann nächste Woche Montag oder Mittwoch. Fragt uns einfach, schreibt uns, was interessiert euch am meisten. Und deswegen machen wir dann... Oh, das ist jetzt fertig. Müssen wir die, das ist mit Klebeschicht? Mit ja, Klebeschicht. Das ist mit der Klebeschicht. Dann entfernen wir das gleich und dann ist das fertige Sache. So, voll hin. So, dann nehmen wir noch Nagelöl. Kannst du die zweite Hand zeigen? Da ist auch noch die zweite Hand. Da haben wir Babyboomer gerade gemacht. Ne? Der Zeigefinger ist mit dem Babyboomer. Das zeigen wir dann nächste Woche. So, dann kommt noch Öl drauf, damit das Nagelhaut gepflegter aussieht und die Nägel noch mehr glänzen und so weiter. Das ist natürlich dann ein bisschen einmassieren. Das Nagelöl wird einmassiert. So, meine Lieben, das haben wir gerade live hier gezeigt, unsere Rabagele. Und die sind dann in 4 verschiedenen Farben mit dem Scheingel. Da sind nochmal die Farben zu sehen. Ups. So, ne? So, das sind die Farben. Einmal Ros, einmal Naturell und einmal Milchros und Weiß. Super natürliche, königliche Maniküre für jede Kundin, die kurze, gepflegte und schöne Nägel haben möchte. So, dann sagen wir einfach, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach und wir versuchen dann, alle Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Und tschüss.